Guten Morgen, Deutschland. Zum Start der Woche. Gute Nachrichten. Ja, gute Nachrichten aus dem deutschen Staatsfernsehen. Leute, ich bin so froh heute Morgen. Ich bin so glücklich heute Morgen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Kaffee heute Morgen, der hat sowas von gut geschmeckt. Leute. Toll, wirklich. Warum? Ja, hört euch das einfach mal an, was Friedrich Merz gestern Abend im deutschen besten Staatspropaganda-Fernsehen aller Zeiten gesagt hat. Michael Kretschmer in Thüringen steht mit dem Rücken zur Wand, denn im Osten könnte die AfD die CDU als stärkste Kraft ablösen. Schon hat die AfD unter der Hand angeboten, sie könnte sich vorstellen, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren. Wie lange steht die Brandmauer noch zur AfD, Herr Merz? Frau Gelinek, danke für die Frage. Gibt mir eine Gelegenheit, dies hier nochmal sehr klar und sehr deutlich zu sagen. Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Und es gibt niemanden, der mich übertrifft in der klaren Ablehnung und Abgrenzung zu dieser Partei. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht. Ach, danke, Friedrich, danke. Danke, danke, dass du die Brandmauer gegen rechts aufrechterhältst. Vielen Dank. Muss ich wirklich mal an dieser Stelle sagen, denn das beschert den Menschen, die klar denken können, demnächst weitere 5-10%. Warum sage ich das, liebe Leute, an diesem wunderbaren Morgen, an diesem sonnendurchfluteten, friedlichen, demokratischen Morgen? Oh Gott, ich kann das gar nicht oft genug sagen, liebe Leute. Ja, das ist ganz einfach. Weil ich hätte immer gerne gewusst, wo die AfD ausländerfeindlich ist und wo die AfD antisemitisch ist. Ja, das hätte ich gerne mal von Friedrich Merz gewusst. Und das ist ja auch die Frage, die sich mittlerweile viele Bundesbürger da draußen stellen. Denn das, was sie sagen und das, was die Bundesbürger sehen, wenn sie dann mal sich mit AfD-Leuten unterhalten oder sich mit diesen Leuten treffen oder mal zu den Veranstaltungen und Versammlungen gehen, ja, das klingt irgendwie gar nicht so, nicht wahr? Und das Schöne ist, dass sie es weitermachen. Ja? Und warum er natürlich, natürlich niemals mit ihnen zusammenarbeitet, ist doch vollkommen klar. Ja, weil er nur mit den anderen koalieren will, ist doch klar. Weil es ist derselbe politische Weg, nur ein bisschen langsamer, liebe Leute. Ja? Er hat ja selbst vor Wochen noch in Mecklenburg-Vorpommern, ich kann mich nur wiederholen, immer wieder gesagt, wir wollen koalitionsfähig mit den Grünen bleiben. Natürlich, Herr Merz. Das Schöne ist aber, dass er in diesem Ausschnitt auch nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat. Ich will es mal so ausdrücken. Denn auf kommunaler Ebene fallen diese Mauern, liebe Bundesbürger. Es gibt sehr viele Kommunen in Deutschland, wo durchaus Anträge der CDU von der AfD und Anträge der AfD von CDU-Politikern schon unterstützt wurden. Die hören nämlich nicht mehr darauf, was der große Friedrich in Berlin so von sich gibt. Und deswegen, mein lieber Friedrich Merz, an diesem Morgen, solange Sie Parteivorsitzender sind, ja, das wird zum Glück wahrscheinlich nicht mehr lange der Fall sein. Euch allen da draußen, schönen Start in die neue Woche.